Dread Fury meldet sich zurück mit Episode 6 von Black Rock Mountain und der letzten Class Challenge und damit auch der letzten Episode innerhalb dieses ersten Astes. Und mal sehen, was uns erwartet gegen die Dark Iron Arena mit unserer Jaina. Letztes Mal war es ja schon sehr witzig, wieder cool zusammengebautes Deck. Und hier haben wir gleich mal drei Unstable Portals. Und ich vermute mal so, das wäre mein Tipp, dass unser Deck aus 30 Unstable Portals besteht. Denn so ähnlich war das ja bei Naxxramas auch. Da hatten wir einmal ein Deck mit 30 Webspinnern. Und das ist natürlich witzig. Ja, dann fangen wir mal an hier. Schon mal eine coole Karte für einen Magier. Und er hat hier wieder seine ganzen Legendaries am Start. Naja, ah, das wird ein lustiges Match. Freue ich mich drauf. Ja, ich bring den gleich mal ins Spiel jetzt. Denn der ist echt super stark. Kann ich gegen ihn gleich abbuffen hier. Sehr cool. Das mache ich natürlich auch gleich mal. Mal sehen, was wir ziehen. Ein Taunter. Nö, ich spiele mal noch ein Portal. Vielleicht kriege ich noch einen. Mit 0, ne? Junkbot. Ne. Der ist natürlich nicht so geil gewesen jetzt. Aber jetzt kommt King Mugler. Okay, ziemlich nice. King Mugler. Können wir den Taunt ein bisschen. Könnten wir den Taunt ein bisschen buffen? So, das ist mal alternativlos. Ich werde ihn hier buffen, da kann King Mugler ihn nicht killen. Ein Portal. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Was ist das denn? King of Beasts 2,5. Achso, okay. 2,6. Ja, das ist dann nicht so geil, weil wir haben kein Beast. Dann, ne, wo ist der Taunter? Dann spiele ich jetzt den Taunter aus. Ja, eigentlich bringt es nicht so viel, aber ich mach's trotzdem. Buff ihn dann nochmal, das ist meine absolute Killerwaffe. Ich als erstes gezogen und damit werde ich den Final Blow setzen. Ich spüre es schon. Und dazu werde ich als erstes hier weiter dezimieren natürlich und weiter aufleveln. Mal schauen, was ich jetzt hier. Er kostet nichts, spiele ihn gleich aus. Der kostet nichts, ich auch nicht aus. Ach, das macht Spaß. Jetzt die Frage. Jetzt mache ich den weg, sonst kann mein Guru Bashi gekillt werden in der nächsten Runde. Das will ich natürlich nicht. Ah, wie überraschend. Ein Unstable Portal. Schade, jetzt kann er mein Guru Bashi killen wegen der Karte. Ach so, ne, kann ich, hat seinen eigenen auch gekillt. Geil. Gecheckt. Hogger. Und der Summon 2-2 Gnoll. Okay. Kein Problem. Jetzt schauen wir mal, kriegen wir jetzt schon irgendwie den Final Blow hin? Ihn kriege ich auf 19 Attack, wenn ich ihn anspiele.
Schieße selber. Ah, gucken wir erstmal, was das Portal. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine Buff-Karte. Destroyer Minions. Das wollen wir jetzt eigentlich nicht. Two Damage to Non-Mech Minion. Das können leider auch wir selbst sein. Das ist immer ein bisschen ein Nachteil daran. Ach komm, ich zieh nochmal hier. Beast. Oben Beast. Schade, jetzt können wir dann den Taunter nicht mehr ausspielen. Naja, das ist ein bisschen nicht so schön gewesen jetzt. Ich gehe mal auf ihn. Spielt eh keine Rolle, er wird jetzt meinen... wird jetzt meinen Gurubashi killen, leider. Mit seinem Hogger. Da Baron Gaddon raus. Ist nicht so schlimm, dann kann ich direkt vernichten. Und das ist auch alternativlos, glaube ich. Es sei denn, ich hätte den Thorn spielen wollen, aber bin ich eigentlich eh nicht. Ah, Fugen. Das ist schon okay. Und jetzt Dalek am besten noch. Naja. Naja, spiel mal den noch aus. Okay. So, jetzt kriege ich natürlich automatisch selber Schaden, aber das ist jetzt gerade mal nicht so schlimm. Der Schwede, den kenne ich noch gar nicht. Was mit ihm? Windfury Charge Divine Shield Taunt. Alakir the Wind Lord. Okay. Jetzt würde ich dann gern mal einen Charger gebrauchen. Spell Damage plus 1. Nicht gut. Ach, ich krieg den. Naja, gut, ich krieg ihn weg. Insofern ist es nicht ganz so schlimm. Stormu. Das ist eine Schwachsinnskarte. Und den Tank. Okay, also. Der kriegt. Biester habe ich ja jetzt gerade nicht. Gut, jetzt ist er hier ein Mech, ne? Genau. Der stirbt jetzt. Lohnt sich sogar mal die Karte. Jetzt ziehen wir noch eine Karte. Okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Certainly not Illidan Stormrage! You are not prepared! I can take it! Illidan Stormmage müssen wir jetzt schnellstmöglich eliminieren. Sollte aber gelingen. Erstmal schauen, vielleicht ziehen wir einen Charge, ne? Taunt. Okay. Der kommt erstmal weggeschossen hier. Sehr gut. Egal. Naja. Mal den opfern. Dann kriege ich noch ein Portal. Ah, und da ist noch der Charge, den ich gebraucht habe. Ausgezeichnet. Spiel ich jetzt den. Sehr gut. Naja, das sieht doch alles gut aus. Oh, jetzt kommt Four Reaper. Das ist der, der auch immer die Minions attackiert, die neben einem sind. Ziemlich starke Karte.
ziemlich starke Karte, kannst du wohl sagen. Okay, dann schauen wir mal. Zwar noch so ziehen hier, ob es dann schon reicht. Nein, der Riesentaunter ist natürlich nicht verkehrt jetzt. Ja, komm, erstmal weiter gucken. Ich krieg ihn jetzt. Ich könnte ihn jetzt wegkriegen, aber es wäre ganz schön teuer. Vielleicht spiele ich jetzt einfach den Doomsayer erstmal. So meine Idee. Dann ist erstmal klar Schiff quasi. Das werde ich wohl erstmal machen. Ah, gut, gucken wir mal noch, was hier los ist. Ziehen wir mal noch ein paar Karten sozusagen. At the start of your turn, okay. Ne? Bis ich jetzt eigentlich das Gesicht angreifen, so könnte ich halt noch ein paar Karten ziehen. Aber allerdings auch nur. Ach, ich habe ja auch eigentlich genug. Jetzt aufs Face. Ich spiele den Doomsayer aus. Und dann wird das schon nicht so noch was. Denn den kriegt er nicht weg. So. Dann schauen wir mal. Was wir jetzt machen hier. Spiele ich jetzt einfach Nostormo mal aus. Und ist der Kuckuck. Und oh, er hat zu viele Karten. Es needs all Shredder. Das ist lustig, bringt ihm aber auch nichts mehr, denn es ist vorbei. Auf jeden Fall geil, so ein Deck hätte ich gern. Das nur aus. Schade, jetzt hätten wir noch gucken können. Ja, das machen wir mal zum Spaß. Gucken wir mal noch, welcher Legendary von ihm gesammelt wird. Ein Juggernaut. Shuffle a Minion. A Mine into your opponent's section. Das sind die Minen. Dass ich noch was ausspielen können. Whatever, ist egal. Na, Gruul ist natürlich auch eine extrem starke Karte. So, aber jetzt haben wir es. Keine Experimente mehr. Und welche Karte kriegen wir als Magier denn? Dragon's Breath, deal 4 damage. Cost 1 less for each minion that died this turn. Okay. Kostet 5 Mana. Und wenn ich einmal getradet habe, kostet es 3 Mana für 4 Damage. Das ist eigentlich okay, würde ich sagen. Keine schlechte Karte. Cool. Ja, dann haben wir den ersten Ast von Blackrock Mountain erfolgreich erledigt. Und der zweite Ast, können wir schauen, wie er heißt. Er hieß irgendwie Molten Core, genau. Da geht's dann nächste Woche weiter. Darauf freue ich mich schon. Bis dahin, euer Dread.